Hallo und herzlich willkommen zur Hackschule. Es gibt neue Aufgaben in der Hackschule. Wenn man so ein bisschen runterscrollt, kommt man zum Bereich Pixelgrafik. Und in diesem Video möchte ich euch kurz mal zeigen, was es damit sich auf hat. Was es damit auf sich hat. Also, erste Aufgabe, Raw Pixels. Es ist hier wie folgt. Wir kriegen kodierte Bilder als Bytes. Wir kriegen also eine Liste von Bytes in dieser Variablen Data. Und dazu kriegen wir die Breite und die Höhe des Bildes. So, diese Bilder, die haben eine Palette. Das heißt, wir setzen jetzt nicht hier wieder bei der Pixelflut beliebige Farben, sondern wir können in diesem Beispiel 12 verschiedene Farben setzen. Und ihr wisst ja, Informatikerinnen fangen immer bei der 0 an zu zählen. Deswegen gehen die Farbnummern hier von 0 bis zur 11. So, und wir können diesen Datenstrom, der hier in Data drin steckt, können wir lesen. Da gibt es verschiedene Methoden für. Wir können zum Beispiel immer das nächste Byte uns holen. Wir können fragen, wie lang ist der ganze Datenstrom? Sind wir schon am Ende? Wir können auch wieder an den Anfang springen, wenn wir das möchten. Und wir können auch alle Bytes in einer Liste rausholen auf einmal. So, und um einen Pixel zu setzen, gibt es einfach die Methode setPixel, wo ich halt die Koordinaten übergebe, x und y, und die Farbe. Und die Farbe ist einfach nur eine Zahl, in diesem Fall eine Zahl zwischen 0 und 11. Und in der ersten Aufgabe ist es so, dass das Bild gar nicht komprimiert ist. Unser Bild ist 128 mal 128 Pixel groß. Und das heißt, wir bekommen genauso viele Bytes, wie wir Pixel haben. Wenn man dieses Beispielprogramm hier ausführt, dann sieht man, es befinden sich im Datenstrom 16.384 Bytes. Das sind also genau 128 mal 128 Bytes. Und wir sehen die Größe der Zeichenfläche. Außerdem wird hier schon mal ein Pixel in die linke obere Ecke gesetzt, und zwar ein Pixel mit dem Wert 6. Und 6 entspricht diesem Grün. Und wie man sieht, funktioniert es auch. Hier ist der Pixel. So, was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist relativ einfach in der ersten Aufgabe. Wir müssen einfach nur durch die einzelnen Bytes laufen und den Pixel jeweils an die richtige Stelle setzen. So, das können wir ja mal vielleicht versuchen mit einer While-Schleife. Solange wir noch nicht am Ende sind der Daten, machen wir Folgendes, und zwar lesen wir das nächste Byte. Genau, das könnte ich erstmal ausgeben. So, das führe ich mal aus, und jetzt sehe ich hier schon, jetzt bekomme ich diese ganzen Bytes. Moment, ich werde nur noch dafür sorgen, dass das, dass er keinen Zeilenumbruch am Ende schreibt. Dann sehen wir das schon ein bisschen besser. Jetzt sehen wir hier, das sind unsere ganzen Farben, die gesetzt werden sollen. Und das sind alles Zahlen im Bereich von 0 bis 11, genauso wie wir das erwarten würden. Und wir müssen uns also nur darum kümmern, jetzt die richtige X- und Y-Position zu finden. Und da kann man zum Beispiel sagen, wir fangen ja links oben an und wie beim Schreiben von links nach rechts und dann in die nächste Zeile. Dann können wir also zum Beispiel sagen, okay, wir setzen den Pixel an die Stelle XY mit der Farbe B, die wir ja gelesen haben aus Data Next. Und dann müssen wir eigentlich nur dafür sorgen, dass X immer um 1 erhöht wird. So, wenn ich das ausführe, dann sieht man, bei mir sieht man jetzt so eine ganz schmale blaue Linie, die sieht man jetzt im Video wahrscheinlich nicht. Aber es liegt daran, dass wir immer nur in die oberste Zeile schreiben. Wir müssen jetzt natürlich noch fragen, okay, wenn wir über die Breite des Bildes hinauskommen, dann müssen wir X wieder auf 0 setzen und Y um 1 erhöhen. So, das führe ich mal aus. Ja, es sieht schon ein bisschen besser aus. Jetzt sehen wir aber hier einen ganz beliebten Fehler, der gerne mal gemacht wird, ein Off-by-One-Fehler. Und das liegt daran, die Breite ist ja hier 128 Pixel. Das heißt, unsere X-Koordinate kann laufen von 0 bis 127. Wir springen aber erst in die nächste Zeile, wenn wir schon über der 128 sind. Wir müssen also vorher schon rumspringen. Und das können wir entweder machen, indem wir hier schreiben minus 1 oder indem wir schreiben größer gleich with. Und wenn ich das ausführe, dann sehe ich, dass das Bild korrekt dargestellt wird und ich habe die Aufgabe gelöst. So, jetzt können wir nochmal überlegen, wie können wir denn diese beiden Variablen x und y vielleicht loswerden. Schreiben wir das Ganze mal neu. Wir nehmen jetzt mal nur eine Variable i und laufen damit einfach durch die Daten durch. So, und holen uns das jeweils das nächste Byte. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wo setzen wir den Pixel denn hin? Und also ich setze jetzt, ich schreibe erstmal 0,0, dann kommt er halt links oben in die Ecke. Dann sehe ich, da kommt wieder nur ein Punkt links oben raus, ist ja auch klar, da soll er hin. Und wenn man jetzt ein bisschen überlegt, kann man feststellen, dass man hier den Modulo-Operator gut gebrauchen kann. Wenn ich also i Modulo
der Breite nehme, dann ist das mein x-Wert, denn i wächst ja von 0 immer steigend, steigend, steigend. Und bei 128 möchte ich dann wieder die 0 haben und immer so weiter. Da ist also der Modulo-Operator perfekt. Und was ich jetzt nur noch brauche, ist die y-Koordinate und da bietet sich natürlich die ganzzahlige Division an. Denn bei Werten von 0 bis 127 bekomme ich so die 0, bei Werten von 128 bis 255 bekomme ich die 1 und immer so weiter. Das ist also die ganzzahlige Division und wenn ich das ausführe, dann funktioniert das auch. Genau, jetzt kann ich sogar, jetzt sehe ich das b, das speichere ich hier, verwende es aber nur einmal, da kann ich es auch gleich hier einfügen und mir das b sparen. Und jetzt habe ich ein schönes, kurzes, kompaktes Programm. So, das Ganze wird dann natürlich, das war jetzt die einfache Aufgabe, das wird noch ein bisschen schwieriger. Hier in dieser Aufgabe zum Beispiel werden immer 2 Pixel in 1 Byte gepackt. Das sind ja weniger als 16 Farben, deswegen können wir die Farben mit 4 Bit darstellen, das reicht vollkommen aus. Und in dieser Aufgabe muss man also aus jedem Byte 2 Pixel rausziehen. Später werden dann wird dann die Lauflängenkomprimierung verwendet. Hier zum Beispiel sieht man, dass die Anzahl der Wiederholungen eines Pixels gespeichert ist und dann die Farbe, da muss man so ein bisschen eine Fallunterscheidung machen. Und ganz zum Schluss gibt es hier noch für die Fans die Deflate-Komprimierung und die Bilder werden immer kleiner. Also hier zum Beispiel haben wir nur noch 4% der ursprünglichen Bildgröße als Bytes und trotzdem kommt ein Bild raus. Es sind jedes Mal andere Planeten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Hackschule und bis zum nächsten Mal. Ciao!